Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Auenhausen mit der Asylum Challenge. Und ja, ich habe mir jetzt dann doch entschieden, dass ich mir doch noch einen Herd wieder besorgen werde. Also den billigsten muss ich mir ja leider kaufen. Das ist ja dieser hier. Den werde ich also jetzt wieder hier hinstellen. Können wir mal eine andere Farbe nehmen, eine lustigere Farbe. Ich stelle den aber hier in die Ecke rein. Und dann noch so eine Theke, aber die stelle ich hier hin. Und dann lasse ich hier mal ein bisschen frei dazwischen. Das wäre mir jetzt einfach erstmal ganz wichtig. Wir haben Samstagmorgen und das sieht echt übel aus. Ich räume das mal weg, Saki. Und auch das Säubern. Und wir müssen, glaube ich, sowieso gleich. Ach nein, wir haben ja frei. Wir können ja erstmal so ein bisschen andere Sachen dann machen. Habt ihr Hunger, dass wir den Herd benutzen müssen? Ich wollte ja mich eigentlich gerade mit Alexandra ein bisschen befreunden, aber gut. Darf ich mir eigentlich eine Spülmaschine besorgen oder so? Ich weiß gar nicht. So, sie räumt das auf. Oder wie ist das? Na gut. Ich gehe erstmal mit unserer Saki nach oben. Gehe erstmal hier ins Bad, beziehungsweise hier mal erstmal auf die Toilette und gehe dann mal baden. Und dann gucken wir mal, was wir Spaßiges danach noch machen. Wo ist Julian momentan? Der schläft, ja. Die anderen drei sind hier gerade. Wie geht's euch? Wow. Ja, sie hat halt ein bisschen Hunger und Tim hat ja eigentlich auch Hunger und überhaupt. Statt dass er mal aufhört und irgendwie sich um seine Bedürfnisse kümmert, spielt er einfach nur weiter. Klavier spielen. Ich wollte es immer. Ich wollte immer Klavier spielen können. Ganz ehrlich. So, Patricia haut hier irgendwie rein. Ja, weil sie nichts anderes zu essen gerade rumstehen hat. Die ist es gerade egal. Sag mal, wie viel. Ach, du brauchst nur noch einen Punkt und dann hast du volle Kreativität. Das ist schon krass. So, Sagi geht jetzt duschen. Und dann würde ich nämlich sagen, wir machen mal Pfannkuchen. Ich hoffe, dass das mit Level 3 auch gut gehen wird. Ich hoffe es einfach mal. Ja, sie nimmt schon wieder was hier raus. Also wir müssen danach auch nochmal gucken, die Essensvorräte prüfen. Ja, was wir so haben. So, komm mal runter, Saki. Wir machen erstmal Pfannkuchen, wie gesagt. Ich mach mal ein bisschen so, dass eine Runde schneller. Julian ist hier hinten. Die zwei quatschen mal wieder, Julian und Patricia. Ein Kochpunkt. Jetzt habe ich also Kochpunkt 4. Okay, es ist alles gut gegangen. Und jetzt esse ich auch erstmal. Und die anderen können die Pfannkuchen, die hier rumstehen, ja auch erstmal essen. Auf jeden Fall Mechanik, Logik, Kreativität. Oh, das ist mal frei. Weil ich es, ja. Ich muss es erstmal reparieren. Das macht aber nichts. Ich muss ja auch Mechanikpunkte weitermachen. 146, gut. Da haben wir dann noch ganz ja, ordentlich was zu tun. So. Schön, dass wir mal 2 Tage auch hier sind. Timo scheint irgendwie. Ups. Das hat es uns wehgetan. Ich hoffe, der Stromschlag macht uns nichts aus. Was ist mit dir? Du gehst erstmal duschen. Ach ja, okay. Hunger hättest du auch noch. Kann ich jetzt spielen? Ja, üben. Genau, super. Dann kann ich nämlich auch meine Kreativität mal jetzt ein bisschen ausbauen. Ich muss halt immer achten, dass niemand am Klavier ist. Was macht ihr gerade? Alexandra ist im Bett und Patricia, ach, die zwei haben einfach von sich aus gesagt, wir hängen mal ein bisschen miteinander ab. Okay, und Tim ist jetzt erstmal duschen. Das ist auch toll. Ich spule mal gerade ein bisschen vor. So, der geht jetzt wahrscheinlich ins Bett, weil das Bett müsste frei sein. Außer er kommt nicht rein. Oh, Mist. Julian, du stehst aber auch ganz ungünstig da. Okay. Ja, wisst ihr was? Ich versuche ihm mal zu helfen und zu sagen: Julian! Oder Essen ist fertig. Ja, guck mal, ich kann doch eigentlich sagen, jetzt kommt mal und esst mal. Das kann ich doch auch machen.
wenn ich schon gekocht habe und dann damit ihr das frei habt. So, das hier räume ich nochmal auf. Eigentlich hätte der doch auch Hunger. So. Jess, war nichts drin, es war niemand da. Aber du kannst noch ein bisschen Schach spielen üben. Oder hätte ich doch lieber Kreativität. Nee, warte mal, ich mache mal hier weiter. Wie gesagt, da muss ich echt das nutzen, solange keiner kann. Du hättest auch Hunger, aber ich glaube, sie stört sich daran. Wo ist jetzt er hingegangen? Geh doch ins Bett. Oder habe ich dich wegen dem Essen und so? So. Immerhin gab es jetzt Pfannkuchen, weil wir den Herd wieder haben. Was mache ich denn jetzt? Okay. Aber mit Julien könnte ich mich auch mal ein bisschen abhängen. So. Genau. Ich möchte mich ja auch ein bisschen befreunden mit denen. Von daher. Es ist halt momentan mit dann doch so ein paar weniger. Oh, nicht mehr so viel zu tun, muss ich echt sagen. Wollte dich nur mal anrufen, damit du. Ja, okay. Stimmt, du hast recht. Ich muss auch mit euch in Kontakt bleiben. Wie Robin sollte ich anrufen? Wie sieht's aus mit Julian? Okay, habe ich jetzt gerade so ein bisschen. Ja, sag ich viel zu tun. Dann versuchen wir die Robin anzurufen. Die geht nicht. Dann den nächsten. Und das müssen wir fast schon wieder wegräumen, Mensch. Dann, jo, den da. Plaudern. Plaudere ich einfach erstmal weiter. So, das hier einmal wegmachen. Dann gehe ich nochmal hoch. Das ist zumindest frei. Und zwei Betten sind aber besetzt momentan, ja. Also, ins Bett könnte ich jetzt nicht. Ich kann auch meine Kreativität mal wieder nicht ausweiten. Außer ich würde hier vielleicht einen Roman schreiben oder so. Ich gehe da noch ein bisschen Schach spielen, würde ich mal so sagen. Ja, drei müssen immer wach sein. Oh, Telefon. Julien, geh mal ans Telefon, sei mal so nett. Ja, war sowieso für dich. Tina. Nee, Patrizia heißt sie. Patrizia ist dran. So, also von daher ist momentan eigentlich alles ganz gut gegangen. Ich warte noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht. Ah, so ein bisschen habe ich noch. Ich bin jetzt also Leiterin des Bauunternehmens. Das ist Level 1, 2, 3, 4. Immerhin. Freue ich mich. Montag müssen wir wieder. Und bis dahin hoffe ich mal, geht es dann mir soweit gut. So, ich schicke dich aber nochmal hoch zum Baden. Und dann würde ich fast sagen, machen wir mal Spaghetti vielleicht. Ja, er hat Hunger, ich weiß. Er macht was zu essen. Was machst du? Darf ich dich mal gucken, was du machst? Keine Ahnung. Ich sehe es nicht so genau. Okay, Tim geht hier was essen machen. Mit einem Kochpunkt. Ich bin ja schon. Oh Gott, der macht auch Spaghetti. Glaube ich. Ich spule mal gerade ein bisschen vor, bis er zum Herd geht. Ja. Gut, ich bin ja auch da. Also ich bin hier oben. Genau, und ich werde mal kurz warten. Hey, er hat es gut gemacht. Hast du es für uns alle gemacht? Ja, sehr schön. Dann brauche ich nichts machen. Ja. So. Aber ich habe jetzt mal so einen anderen Gedanke. Ich lege das weg und mache dann mal Nudeln mit Käsesoße zum Beispiel. Ich weiß, sie ist jetzt auch echt müde. Ein Bett ist frei. Also ich müsste oder könnte jetzt echt mal. Aber. So, eins habe ich weggemacht. Jetzt mache ich mal was anderes. Nudeln mit Käsesoße. Auch da muss ich an den Herd. Scheint alles ganz gut zu sein. So, nee, du brauchst nichts essen.
So, den einen, das lege ich auch noch weg. Abspülen und dann gehst du ins Bett da hinten, hoffe ich mal. Oh nein, jetzt. Naja, gut. Okay, ist jetzt nicht so schlimm. So, die anderen sind wieder alle wach. Alle in Unterwäsche. Ha. Sagi geht jetzt erstmal ins Bett. Nächsten Tag habe ich ja immer noch frei. Hätte ich jetzt wieder sagen müssen, ihr sollt essen? Ja, wahrscheinlich. Alexandra, in der Küche steht. In der Küche steht was. Danke. So, super. Ah, verliert Begeisterung für Natur. Ja, du könntest mal wieder rausgehen. Guck mal, hier ist Unkraut en masse und zack, ja, dafür echt keine Zeit. Wirklich nicht. Wie weit ist er mit seinen Kreativitäten? Noch nicht, aber also, einer fehlt noch. So, ich gucke euch mal so von hier aus zu. Die zwei, die zwei, also es ist echt, echt wirklich Wahnsinn. Räum mal auf. Dankeschön, Alexandra. Jetzt geht's wieder spielen. Tim kommt auch hierher. Hat ihr, glaube ich, auch Trinkgeld gegeben. Das finde ich mal wieder krass. So, unser Essen ist natürlich kaputt gegangen. Jetzt räumt jetzt Patricia auf. Oh, Saki könnte mal aufstehen, ne? So, du kannst aufstehen, kannst hier was anziehen. Dann gehen wir mal hoch auf die Toilette. Ich war jetzt ganz gespannt gerade eben. So. Kann ich... Ich würde meine Kreativität mal gerade wieder gerne ein bisschen ausweiten. Aber ich glaube, ich gehe einfach nochmal ein bisschen ans Schach. Oh. Hauser, ich kann jetzt nicht auf die Toilette. Ich weiß nicht, was Tim gerade vorhat. Doch. Ich schaffe es. Wie geht es, Tim? Hunger hätte er auch. Patricia. Echt interessant. Patricia kommt immer, wenn Julian schläft, dort in das Zimmer, wo er schläft. Und dann guckt sie die Sachen hier an, die hier so, ja, an den Wänden hängen. Aber immer, wenn Julian schläft. Das ist schon echt krass, ja. Aber ich wünschte, dass ich hier einen echten Tisch hätte, dass ich jemanden einen Stuhl hätte, dass ich jemanden sagen könnte, komm mitmachen. Ach, wisst ihr was? Ich wünschte es nicht nur, ich mache es einfach. Ich stelle es um. Selbst wenn es jetzt in den Challenge-Regeln irgendwie heißen würde, man darf nicht umstellen. Ich habe mir auch einen Herd wieder gekauft, weil der halt kaputt ging. Sie kann jetzt in die Zone gelangen. Oh, sie ist in der Zone. Alexandra ist in der Zone. Ja, krass. Ganz alleine. Hätte ich niemals gedacht, dass das geht, ey. So, ich bitte mal den hier, bitte mitzumachen. Zwar kennen wir uns am besten, egal, die anderen schlafen. Nee, wobei, Patricia hätte ich jetzt auch bitten können, aber egal. So, dann kannst du nämlich auch ein bisschen Logik üben. Das ist nämlich das, was ich am Anfang gedacht hatte, dass man dann hier zu zweit sitzt und eben, ja, sich auch besser kennenlernt und so weiter. Also, ich finde es nämlich süß. Gut gemacht. Ich habe eine ganz besondere Plakette in deinem Inventar abgelegt. Genau, das ist sie jetzt gewesen. Und darf ich das jetzt um die Uhrzeit machen? Ich erlaube es mir jetzt einfach, weil ich es total schön finde. Diese Plakette von von Alexandra finde ich super. Dass sie das ganz allein geschafft hat. Das ist dieses hier. Musik und Tanz. Obwohl eigentlich Fitness ihr Hobby eigentlich ist, blöderweise. Aber gut. So, jetzt geht sie erstmal hoch. Geht auf Toilette. Während Patricia immer noch bei Julian wacht. Die zwei sind echt so zwei Pärchen, ey. Arme Saki, die hat ja gar keinen so richtig. Wobei, Saki, wir wollen ja raus hier. Ne? Das ist ja unser Ziel. Wir wollen hier raus. So, wir haben jetzt Herbst. Das heißt, bald kommt der Winter. Das heißt wiederum, dass bald Schnee kommen wird. Wer ist das? Pinky heißt der. So, einmal recyceln und das bringe ich mal rein. Ich habe jetzt mal einen Punkt wieder gemacht, deswegen... Ich bin so ungeduldig, ich muss Saki ständig was anderes machen lassen. Komm, steh auf. Ich dachte mir schon, Tim wird mit aufstehen. Ich bin sehr froh, dass ich diese Kunst- und Handarbeit-Aktivität ausprobiert habe. Oh, das wird dein Hobby.
Ja. Das ist einfach nur, weil du es betrachtet hast jetzt anscheinend, ne? So, das hier machen wir noch aufräumen. Die hier lasse ich mal frei. Und ich würde sagen, ich mache nochmal Frühstück. Omelettes. Ich versuche mich mal an Omelettes. So, das mache ich gerade noch. Oh, er räumt auf. Wo bin ich denn jetzt hin? Ah. Jetzt lasse ich nochmal schnell diese Glühwürmchen hier frei. Wo gehe ich denn hin? Raus. Okay. Tschüss. So, komm nochmal rein. Draußen ist die Umgebung total mies. Aber hier eigentlich auch. Kann das mal jemand aufräumen? Ich mache hier Omelettes. So. Und ich habe das nämlich hier reingemacht. Also so kurz bevor ich arbeiten gehe, werde ich das hier rausstellen für die anderen. Und werde hoffen, dass sie nicht an den Herd gehen. Ja, dass sie dann was zu essen haben. Natürlich reicht es nicht den ganzen Tag, weil es wird irgendwann wieder schlecht werden. Auf jeden Fall. Ich sag jetzt vielleicht auch nochmal trotzdem hier Haushalt essen. Dann muss ich das doch mal selbst aufräumen und gehe dann nochmal hoch zum Baden und säubern. So, eigentlich läuft es ja ganz gut momentan. Muss ich echt gestehen. So, das kann natürlich noch ein bisschen besser werden. Das ist okay, das ist klar. Aber jetzt hat sie noch einen Tag frei. So, der Haushalt. Jo, alle haben nicht auf mich gehört, glaube ich. Die zwei sind im Bett gerade, Julian. Keine Ahnung. Oh, hast du Duftwolke gemacht? So, du kannst aber das hier aufräumen. Und dann würde ich jetzt echt erstmal einfach nur Mechanik lernen, glaube ich. Ja. Wobei ich, oder soll ich das auch noch aufräumen? Nee, ich lasse es stehen. So, ich glaube, an dieser Stelle sage ich aber erst einmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann das nächste Mal wieder. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Out. Ciao, ciao.